Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Future Weekly, dem Startup-Podcast. Heute mit mir Markus und der großartigen Hanna. Hallo Hanna, hallo ihr da draußen. Und nachdem ja heute Deep Dive ist, haben wir wie jede Woche einen großartigen Gast bei uns. Und das ist der Michael Lukesch. Hallo Michi. Hi, freut mich sehr. Uns auch. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und ganz traditionell starten wir mit dir als Person auf LinkedIn. Was du da stehen hast. Und da schaue ich mir das jetzt an und da steht Enthusiastic about all things alive, CEO at Valence Biotech. Was hat es damit auf sich? Korrekt. auf der Suche nach einer Tagline habe ich mir überlegt, was mir wichtig ist. Und ich überlege gerade, wie das kurz formuliere. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker bzw. Biochemiker. Und mir haben lebendige Dinge immer schon fasziniert. Sowohl was Wissenschaft angeht, also ich arbeite mit Bakterien, lebenden Zellen, Biologikern, alles, was die Natur so macht, hat mich schon immer fasziniert. Aber umgekehrt, alles, was das Leben ausmacht, alles, was Spaß macht, alles, was Freude und Leben in was reinbringt. Und dieser eine Satz hat das beides recht gut kombiniert. Genau. Und CEO at Valence Biotech ist ziemlich schnell erklärt. Ich habe vor 6 Jahren eine Firma gegründet, Valence Biotech, und bin dort jetzt Gründer und CEO. Genau. Spannend. Also das Lebendige ist quasi im Zentrum deines Werdens. Hoffentlich, ja. Also das ist das Ziel. Und wie bist du ins Lebendige gekommen? Also warum hat dich das fasziniert? Wo hat das begonnen? Das ist, ich wollte ursprünglich eigentlich Journalist werden, spannenderweise. Habe dann meine Aufnahmeprüfung auf der FH, war der größte Blackout meines Lebens, also bin dann in das Aufnahmegespräch rein und habe jede Frage um 180 Grad falsch beantwortet und bin dann da rausgegangen und mir gedacht, okay, das war's nicht. Hat mir dann ein bisschen Auszeit genommen und mir ist dann aufgefallen, dass alle meine Texte, die ich für dieses Journalismusstudium geschrieben habe, über Wissenschaft waren. Ja. Also es war einer über Musik und 4 über Wissenschaft und dann habe ich mir gedacht, okay, es sieht so aus, wie wenn ich das studieren sollte und habe mir dann für Chemie mit Umweltsystemwissenschaften eingeschrieben, das war in Graz damals. Und wollte es eigentlich nach 2 Jahren wieder sein lassen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht wirklich so der super genaue Typ mit 5 Stellen hinterm Komma, der alles super genau macht und das ist eigentlich fast die Definition von einem Chemiker. Und dann ist im letzten Semester die Biochemie drankommen und ich habe mich halt sofort verliebt. Also die Biochemie war nicht so genau, sie ist super kreativ. Man kann quasi Sachen direkt in einem Lebewesen anschauen und verstehen, wie das funktioniert. Und dann habe ich das weitergemacht. Ja. Und das war quasi so ein Moment, Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ja. Das finde ich spannend. Inwiefern ist die Biochemie kreativ? Wenn man Kreativität als quasi Synthese von vielen verschiedenen Konzepten sieht. Also kreative Leute nehmen ja verschiedene Aspekte aus vielen verschiedenen Bereichen und synthetisieren dann das zu was Neuem, so wie das mal Kreativität beschreiben, dann ist es eigentlich fast die Definition von dem, was ein Biochemiker im Labor macht. Also kommt darauf an, was man jetzt entwickelt, aber man lernt über verschiedene Konzepte und geht dann ins Labor und überlegt, wie man das anwenden kann oder was man Neues daraus schaffen kann. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil es relativ, ich sage immer so, man arbeitet an der Grenze des menschlichen Wissens. Also das ist also irgendwie so die Definition von Uni, also ich bin dann weiter ins Doktorat und man ist da quasi an der Grenze von Dingen, die Leute sich nie angeschaut haben. Und komplett vor
Terra Incognita quasi. Und ist und geht da quasi seine eigenen kleinen Schritte in dieses unentdeckte Land rein und muss dabei kreativ sein. Also da gibt es ständig Probleme zu lösen. Und man kann sehr frei aus sehr vielen verschiedenen Bereichen, man halt gelernt hat, da Dinge kombinieren und da Schritte in dieses unentdeckte Land reinmachen. Und deswegen ist es überraschenderweise kreativ. Das hat mich auch überrascht. Ja. Weil Wissenschaft ja generell oder oft mit, also sehr genau, eher trocken, staubig assoziiert wird. Aber für mich war das Erlebnis eigentlich das genaue Gegenteil. Also es ist super kreativ. Ja. Und wenn du einen Schritt zurückschaust, war das für dich in der Schule auch schon absehbar? War der Chemieunterricht da auch schon genügend mit Biochemie aufgeladen, dass du dich dafür interessiert hast, oder hat sich das wirklich erst dann im Studium entwickelt? Nein, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich habe zwei sehr gute Lehrer gehabt, also eine Lehrerin in Biologie. Biologie hat mich schon immer fasziniert, auch in der Schule, und habe das Glück gehabt, dass ich da gute Lehrer gehabt habe. Und Chemie war für 2 Jahre auch ein guter Lehrer, der mir das vermittelt hat. Also da war ich jetzt nicht so super interessiert, aber es war einfach gut vermittelt. Was sie wirklich durchzieht, ist einfach diese Biologie. Hat mir einfach schon immer taugt. Ja. Und das ist mir aber erst nachher aufgefallen. Also erst wie ich dann drinnen war, habe ich mir so zurückgeschaut und gedacht, ah, stimmt, genau. Das war eigentlich in der Schule auch schon ziemlich, ziemlich spannend. Ja. Ja. Und wenn du es so beschreibst, also neue Sachen entdecken, kreativ sein können, etwas selbst kreieren, das klingt ja alles eigentlich schon recht unternehmerisch. Auf der anderen Seite sehen wir relativ wenige wirklich Startups, die entstehen aus der Wissenschaft heraus. Die meisten bleiben in der Forschung. Wie waren da die nächsten Schritte? Du hast gesagt, du hast deinen PhD gemacht. Wie kam es, dass du in die Gründung gehst? Aber noch nicht abgeschlossen. Full Disclosure. da ist dann die Firmengründung dazwischen gekommen. Während dem PhD immer in einem kreativen Prozess ein neues Molekül entwickelt, das vorher noch keiner synthetisiert hatte, und damit war Patent möglich. Und mir war schon immer bewusst, dass ich eigentlich gerne mal mein eigenes Ding machen würde. Ich glaube, das ist daher gekommen, mein Papa war schon selbstständig, und ich habe das als Kind einfach mitbekommen, dass das möglich ist, also dass es ein Weg ist, den man gehen kann. Und von dem her war das für mich immer Option. Und genau, also das hat dann die Möglichkeit gegeben, und dann habe ich mir halt so angeschaut, okay, was sind meine Chancen jetzt quasi auf der Uni? Wie geht es da weiter? Wie schauen da die Zahlen aus, ja, für erfolgreiche Karriere? Und man muss ehrlicherweise sagen, dass die Chancen für erfolgreiche Karriere in Akademie, also auf der Uni, sehr, sehr gering sind, beziehungsweise die Konkurrenz unglaublich hart. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, Zahlen zu nennen, aber was ich so im Kopf habe, war, dass 3% der PhD-Studenten, für die gibt es wirklich längerfristige Stellen im universitären System. Und damit weißt du, okay, 97% der Leute müssen sich was anderes suchen. Und für mich hat man überlegt, okay, was kann dieses andere sein? Weil so wie es bei mir war, habe ich einfach realistisch sein müssen und habe gesehen, dass andere Leute viel, viel bessere Arbeiten abgeliefert haben, wie ich. Und dann war halt die Option, okay, gehe zu einer größeren Firma, also gehe in die Pharma, gehe in die Biotech. Und dann war einfach die Option, selber zu gründen und das zumindest einmal probieren, viel, viel attraktiver. Ja. Also statt den 3% Erfolgschancen im akademischen System, also die 5% Erfolgschancen in der Startup-Welt. Und vollkommen richtig, ja. Also für mich war das eine reine Risikorechnung. Ja. Und besonders wenn man weiß, wie das akademische System funktioniert, funktioniert der PhD, dann macht man einen Postdoc, und diese Postdoc-Verträge gehen 1 bis 2 Jahre. Ja. Und dann steht man quasi wieder ohne Arbeitsvertrag da. Und für mich war das eine ganz einfache Rechnung, zu sagen, okay, wenn ich es schaffe, dieses Startup einmal finanziert zu bekommen, ja, für 1 bis 2 Jahre, dann bin ich eigentlich in keiner anderen Position, wenn ich ein Postdoc hätte. Also ich weiß, es geht dann 1 bis 2 Jahre, und wenn es nicht funktioniert, stehe ich nachher wieder da. Habe aber potenziell viel, viel mehr gelernt und auch viel mehr andere Richtungen, wie wenn ich einfach einen Postdoc gemacht hätte. Also das war eine relativ einfache Rechnung. Ja. Du hast jetzt vorher gesagt, ihr habt ein Molekül entwickelt.
Wie macht man sowas? Ich habe die Aufgabenstellung gekriegt, ein industrielles Problem zu lösen. Da geht es um die Verknüpfung, vielleicht erkläre ich es noch ein bisschen mehr, aber da geht es um die Verknüpfung von Proteinen mit Wirkstoffen. Proteine können ja, wie sagt man, quasi Trägerrakete für Wirkstoffe im Körper verwendet werden. Also dass man sagt, ich möchte einen Wirkstoff nur in einem Gewebetyp vorliegen haben und nicht systemisch. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Aspirin nehme, ja, dann verteilt sich das im ganzen Körper und wirkt im ganzen Körper. Und bei so Sachen wie Chemotherapie zum Beispiel ist das auch so, ist aber natürlich nicht vorteilhaft, weil das auch dann den ganzen Körper kaputt macht. Und nicht nur das Krebsgewebe jetzt zum Beispiel bei Chemotherapie. Und was man dann macht, ist, dass man Proteine nimmt, die nur ein gewisses Gewebe binden. Man hängt den Wirkstoff dran und man kriegt dann den Wirkstoff wirklich nur in dem Gewebe, wo man haben möchte. Ja. Also man verringert Nebenwirkungen und macht das Ganze sehr viel angenehmer für den Körper. Und diese Verbindung zwischen Protein und Wirkstoff ist als anderes trivial. Also das klingt jetzt immer so trivial, okay, so man hängt das einfach dran. Aber wie das dann chemisch funktioniert, hat einfach gewisse Herausforderungen. Und das habe ich mir im PhD angeschaut und andere Herausforderungen für die Technologie, die wir da entwickelt haben, waren die Kosten. Und ich habe mir dann überlegt, wieder da kommt die Kreativität ins Spiel. Ich war vorher in einer anderen Arbeitsgruppe auf der Uni, die hat sich mit Biokatalyse beschäftigt. Das ist die Herstellung von Chemikalien mit Enzymen. Und habe dann dieses Wissen irgendwie transferiert, ja, in einen Bereich, wo es noch nie angewendet worden ist. Und war dann quasi, ja, also sehr, also habe einfach Glück gehabt. Ja. Habe das dann, dieses Enzym genommen, habe Sachen in einem Reagenzglas zusammengeschmissen und wie ich nächsten Tag ins Labor gekommen bin, war da eine weiße Substanz in diesem Reagenzglas und ich habe gewusst, dass es funktioniert hat. und das war noch gar nicht so aufregend. Also das war cool, dass es funktioniert hat, aber aufregend ist es dann da, wo ich draufgekommen bin, hey, das hat noch niemand vor mir gemacht. Ja. Also das ist eine komplett neue Struktur. Die hat sich nur keiner vorher angeschaut und halt die und diese Anwendungsmöglichkeiten. Und damit bin ich dann halt zum Technologie Transfer Office von der Uni gegangen. Genau. Super spannend und noch dazu ein sehr, sehr wertvoller Schritt nach der Bekämpfung einer der größten Krankheiten, die uns als Menschheit auch beschäftigt. Inwiefern, also wie weit ist man da jetzt in dem Prozess oder was bedeutet das jetzt für die Praxis, dass dieses Molekül von euch entwickelt wurde? Also auch ehrlicherweise, dieses Molekül hat es dann nicht in die industrielle Anwendung geschafft. Also wir wie jedes gute Startup haben wir einen Pivot hingelegt. dieses Molekül hat uns ermöglicht, die Firma zu gründen. Also wir sind dann in einem Accelerator nach Irland, der Biotech spezialisiert ist, und haben dort angefangen zu entwickeln. Und so nach eineinhalb Jahren hat sich herausgestellt, dass das Molekül aus verschiedenen Gründen nicht geeignet ist für die Anwendung, die wir gerne gehabt hätten. Haben aber dann die Möglichkeit gehabt, eine weitere Iteration zu designen. Und diese weitere Iteration hat dann quasi die Firma, wie sie jetzt ist, ermöglicht. Genau. Wie war das, dieser Prozess auch zu erkennen, diese initiale Entdeckung mit all dem Eureka-Moment und cetera, der da wahrscheinlich damit dann hergegangen ist, dass das so nicht kommerzialisierbar ist? Wie bist du da emotional damit umgegangen? Ja, gute Frage. Also das war schon eine harte Zeit, aber nicht so sehr wegen dem emotionalen irgendwie Investment für dieses Molekül, sondern mehr, weil es einfach für die Firma eine harte Zeit war. Ja. Also da Investoren zu überzeugen, war schwer. Also wir haben es dann geschafft schlussendlich. Aber wir sind dann quasi da gestanden mit einem Pivot und dann mit diesem neuen Molekül, mit einem kleinen Proof of Concept. Und das Geld am Konto war einfach weg. ich habe dann auch mit diesem neuen Molekül, das lange nicht funktioniert. Und ich habe dann auch Deadline gesetzt. Also das war das war 2019. Moment. Ja, doch, das war 2019. Wo ich dann gesagt habe, okay, wenn das bis Ende Juli nicht funktioniert, dann muss ich die Firma zusperren.
Und am 30. Juli ist das positive Ergebnis reinkommen. Dann war das einmal, also ich war dann echt energetisch sehr, 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 sehr unten, ja, und habe dann einmal 4 Wochen Auszeit genommen und habe dann aber Gott sei Dank Freunde gehabt, die gesagt haben, hey, du probierst das jetzt einfach nochmal. Probier mit dem Ergebnis Investoren zu finden, schreib es nochmal einen Förderantrag und schau, dass das nochmal fliegt. Und Gott sei Dank habe ich diese Freunde gehabt, weil es hat dann wirklich funktioniert. Ja. Aber so dieser Pivot-Moment war schon nicht leicht. Ja. Also das ja, war eine schwierige Zeit, aber ja, ist auch vorbeigegangen und jetzt schaut es besser aus. Was hat dir dabei geholfen, abgesehen von den Freunden, die dich ermutigt haben, aus diesem Tief wieder hochzukommen? Also stelle ich mir schon ganz schön wie eine Herausforderung vor. Ja, also ich glaube mal zuerst einmal eingestehen, dass man ein Tief hat, ist gut. Ja. Und dann die nötigen Schritte setzen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin 2 Wochen lang einfach jeden Tag nur im Bett gelegen. Und habe mir einfach das gegönnt, was ich halt gerade gebraucht habe. Einfach weil es emotional und energetisch sehr aufreibend war. Freunde definitiv sehr wichtig und ich mache gern Sport. Also das sind so meine 3 Dinge, ist auf sich selber hören, Zeit mit Leuten verbringen, die einem gut tun und dann sich selber Gutes tun, was immer das ist. Ja. Muss nicht Sport sein, können andere Dinge sein. Ja, Und hattest du zu dem Zeitpunkt ein Team, das und wie bist du mit dem umgegangen? Zu dem Zeitpunkt, ich habe einen Co-Gründer gehabt am Anfang, der dann ausgestiegen ist aus privaten Gründen. Das war sehr freundschaftlich, also war es nicht irgendwie mit Streit verbunden oder so. Er hat einfach für sich gesehen, dass das Startup-Leben für ihn nichts ist und fair enough. Ja, also da kann man nicht drüber streiten oder irgendwie was tun. Genau, und zu dem Zeitpunkt war dann die Firma ein Masterstudent und ich. Also da, genau. Was dann natürlich zusätzlich nochmal schwieriger gemacht hat, von wegen Support und quasi, was wir wirklich weiterkriegen haben können in der Entwicklung. Andererseits hat es natürlich leichter gemacht, weil jetzt von der Finanzierung her nicht so viel notwendig war. Ja. Ja. Ja, man sagt ja oft, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Gründungen mit mehreren Menschen halt schon oft erfolgsversprechender sind, dass eben genau diese emotionalen Tiefs, dass es da sehr hilfreich ist, wenn man auch Ja. Co-Founder hat, wo man sich halt dann gegenseitig rausziehen kann. Aber man Ja, sieht, vielleicht sind definitiv. auch gute Freunde. Ja. Ja. Ja, also ich habe mittlerweile einen Co-Gründer und ich muss sagen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Also alleine, dass du nicht mehr alleine in deiner eigenen Echokammer drinnen bist und wen anderen hast, der neue Ideen reinbringt und die einmal herausfordert, ist einiges wert. Ja. Wirklich Wie hast einiges du wert. den gefunden? Wie war der Prozess, einen später einen Ja, Co-Founder an Bord zu holen? Ist gar tatsächlich. nicht so einfach. Ja, das stimmt. Tatsächlich über Stellenanzeige. Ja. Und der Prozess zu Tim, an dieser Stelle Shoutout an den Georg, wenn er das hört, was er wahrscheinlich tun wird. Ich habe eine Stellenanzeige rausgegeben, weil eine Bedingung der Investoren war, dass ich eben einen Co-Gründer finde, zu dem Zeitpunkt. Und der Georg sich darauf gemeldet hat, wir sind dann auf ein Bier gegangen. Georg war zu dem Zeitpunkt im Consulting tätig, hat aber ein PhD in Medical Biosciences, also er kommt aus der Richtung, hat sich dann aber für Consulting entschieden. Und wie wir auf dieses Bier gegangen sind, hat er gemeint, er ist zurzeit noch im Consulting, würde das aber voll interessieren, als Co-Gründer und als Chief Business Officer ist er jetzt bei uns an Bord zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, super, aber damit das auch fair abläuft, hätte ich gerne nur gewisse Entwicklungsschritte in der Firma vorher gemacht, bevor ich ihn an Bord hole, dass das Unternehmen quasi auf solideren Füßen steht. Und er hat dann tatsächlich über ein Jahr gewartet, bis das dann wirklich so weit war. Und nach dem einen Jahr halt immer wieder mit Updates, aber bin ich dann irgendwann bei ihm mit den Verträgen vor der Tür gestanden und habe gesagt, das ist jetzt soweit. Wie schaut's aus? Und er hat dann Gott sei Dank unterschrieben. Und seitdem haben wir wirklich eine sehr angenehme und sehr produktive Art, gemeinsam zu arbeiten und das Unternehmen vorwärts zu kriegen. Ja.
Sehr genau. spannend. Und also wir sind aber drauf gekommen, wir waren auf der Uni ein Jahr auseinander. Also wir waren quasi in denselben Kursen mit denselben Leuten, nur halt ein Jahr versetzt. Genau, ja. Vielleicht, wenn Aber wir. eigentlich ja über Stellenanzeige. Sorry. Ja. Cool. Also kann auch auf die Art und Weise funktionieren. Ich finde spannend, dass du quasi ja für dich entschieden hast, du möchtest gewisse Meilensteine noch quasi selbst erreicht haben, bevor du ihn ans Board holst. Aber vielleicht nochmal, weil du gerade nochmal auf die Uni zurückgekommen bist, was mich sehr interessieren würde, wie war denn die Zusammenarbeit oder auch die Reaktion der Uni und deiner Professoren, als du gesagt hast, du möchtest jetzt herausgründen und du möchtest das jetzt nicht nur in der Forschung weitertreiben oder in die Industrie, in die traditionelle Industrie überbringen, sondern du möchtest da selbst ein Unternehmen schaffen. Das Technology Transfer Office von der TU Graz war super hilfreich. Also die haben das sehr unterstützt, sowohl was die Patentierung betrifft, als auch dann das Patent in die Firma zu kriegen. Also wir haben die Möglichkeit gehabt, das Patent von der Uni rauszukaufen. Das war super. Was die Reaktion der Professoren betrifft, das war tatsächlich ein Ort des Konfliktes. Das ist damals nicht so gutiert worden. Genau. Ist aber schon lang Warum? her. Hat mit ja, einfach einem persönlichen Konflikt in dem Umfeld zu tun gehabt. Ja, kann da nicht recht viel dazu sagen. Das Konstruktive jetzt von mir zu geben. Es war einfach, es war einfach schon ein schwierigerer Prozess. Ja. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, weil ich glaube, vor der Herausforderung stehen einige auch Gründerinnen, die ein Spin-off gründen möchten. Wie ist da der Prozess, wenn du sagst, du hast das Patent dann quasi von der Uni abgekauft? Wie wird das dann auch bewertet? Wie viel Geld musst du da tatsächlich in die Hand nehmen, um das wirklich starten zu können? Ja, also bei uns waren es unter 100.000 Euro und war sehr gründerfreundlich aufgestellt, weil es über 6 Jahre quasi jedes Jahr eine Ratenzahlung war. Und der Vertrag war als Lump Sum, also als quasi eine Summe, die für das Patent hergeht und damit geht das Patent in den Besitz der Firma über. Über 6 Jahre jährliche Zahlung im Erfolgsfall, also das ist diese Non-Embarrassment-Klausel, die man dann in diesen Verträgen findet. Also wenn die Firma innerhalb von diesen 6 Jahren um 500 Millionen verkauft wird, dann kriegt die Uni auch was davon. Ja. Also das ist dann schon drinnen, ist er fair, ja. ist er mehr als fair. Aber so war dieser Vertrag wirklich für uns sehr gut, weil es uns ermöglicht hat, dass wir dieses Patent in der Firma behalten. Ja. Also die Firma ist Eigentümer dieses Patents. Und das ist für Investoren sehr wichtig, weil es eben nicht nur Lizenz ist und das Patent bei beim anderen liegt, sondern das Patent wirklich bei uns liegt. Und da muss ich sagen, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Prozess. Also ja, im Und wie Falle hast du dieser Uni. damals? Und hast du dann direkt von Anfang an Investoren reingenommen, um das auch zu finanzieren? Oder hast du das aus deinem eigenen? Ja. Okay. Nein, also ich war armer PhD-Student. Komm aus keinem privilegierteren sozialen Umfeld. Also es hat sich dann schon die Frage gestellt, okay, wie kriegen wir überhaupt das Stammkapital? Sogar für gründungsprivilegierte GmbH war das ein Thema. Also wir haben dann mit meinem Co-Gründer, wir haben quasi 100% unseres Eigenvermögens genommen und haben dann gerade halt das Stammkapital von der GmbH zusammengekriegt. Und dann war natürlich die Frage, okay, wo kommt jetzt Geld her, damit wir damit arbeiten können? Und wir haben uns dann beworben auf einen Accelerator in Irland, die haben damals geheißen noch Rebel Bio. Mittlerweile sind sie in New York und heißen Indie Bio. Und die haben uns dann tatsächlich genommen. Dieser Accelerator-Deal war, dass man quasi 100.000 Euro Investment kriegt, 50.000 Euro in kind, 50.000 in Cash. Und das hat uns dann ermöglicht, die Firma zumindest einmal zu starten. Wir sind dann 4 Monate nach Irland gegangen, sind von dem Investor gedrillt, ist ein zu hartes Wort, aber trainiert worden, Pitch-Training, Business-Training, wie leitet man ein Team, also diese ganzen quasi Basics, was bedeutet es, ein Startup zu haben, haben wir dort gelernt.
Und sind dann Gott sei Dank am Ende des Programms sind nur mehr die drei vielversprechendsten Startups der Kohorte nur mit einem zusätzlichen Investment versehen worden. Und wir waren Teil dieser drei Startups. Und mit diesem Geld haben wir dann Pre-Seed-Förderung hebeln können. Und damit waren wir dann eigentlich finanziell ziemlich gut aufgestellt. Cool, Genau. danke. Ich glaube, das macht es viel Das waren so die greifbarer, ja. ersten Schritte. Ja, und also dieser Accelerator, der Fund, der dahinter steht, heißt SOSV, Sean Sullivan Ventures, der den Fund hochgezogen hat, hat Apple Maps programmiert und hat so sein Geld gemacht, also was später Apple Maps geworden ist. Und dessen Philosophie ist es einfach sehr frühphasige Startups, in frühphasige Phasen Startups zu investieren, auch mit einem Impact-Gedanken dahinter. Und da waren wir wirklich sehr dankbar, weil die nicht gesagt haben, okay, was wollt ihr eigentlich? Biotech ist ein hartes Umfeld, du brauchst mindestens 10 Jahre Arbeitserfahrung, tink, 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 tink. Sondern die haben einfach gesagt, coole Idee, wir glauben, dass ihr das schafft. Da ist einmal Startkapital, aber wenn es nicht so viel ist, aber es hat uns halt ermöglicht, das Ganze dann hochzuziehen. Ja. Und von dem her war das echt, ja, bin ich sehr dankbar, dass die das gebraucht haben. Ja. Aber das heißt, ihr seid dann quasi mit dem Angebot der Uni, dass ihr sagt, für 100.000 gehört euch dieses Patent, seid ihr dann auch zum Accelerator gegangen, habt ihr gesagt, das ist unsere Situation, mit dem Geld wird man das Patent auch dann voll haben. Okay. Genau. Genau. Ja, also natürlich hat es einen Spannend. Pre-Screening-Prozess gegeben. Also es ist nicht in jedes Startup, das sie beworben hat, investiert worden. Und ein großer Teil davon war IP. Ja. Okay, das heißt, dann gab es irgendwann den Pivot, und dann gab es jetzt ein erfolgsversprechendes Molekül, sage Genau, ich jetzt mal. ja. Genau. Jetzt glaube ich auch schon mehr und mehr, also jetzt auch mit deinem Business-Co-Founder gemeinsam, wo ja mehr und mehr in Richtung Kommerzialisierung geht, wenn ich das jetzt Ja, richtig verstanden habe, oder? richtig. Also 2019 war dann ein erfolgreiches Fundraising mit IST Cube, jetzt Exista Ventures, TechNet aus Niederösterreich und daneben SOSV, dieser Fund, sind wir mal in die Runde mitgegangen. Und damit haben wir eine ziemlich große FFG-Förderung geben können. Das war damals nur die Early Stage. Und mit dem haben wir dann angefangen zu kommerzialisieren. Das war die Covid-Zeit, war für uns sehr intensiv, weil eben da diese Technologie kommerzialisiert worden ist, jetzt die letzten 2, 3 Jahre. War auch nicht ohne Höhen und Tiefen. Ja, also es war lange nicht sicher, dass das funktioniert. Und dann vor 1,5 Jahren haben wir wirklich einen wirklichen Eureka-Moment gehabt, und einen Durchbruch. Und seitdem gehen wir immer mehr Richtung Kommerzialisierung. Ja. Haben jetzt auch angefangen, im Januar unsere ersten Kunden zu kriegen und zu akquirieren. Und das Feedback vom Markt ist wirklich sehr, sehr gut. Erzähl uns ein bisschen von diesem Eureka-Moment. Ich stelle mir das, weil man kennt natürlich die alten Geschichten von den Wissenschaftlern im 18., 19. Jahrhundert oder so. Wie schaut das heutzutage aus? Das war tatsächlich ein bisschen verrückt. Also, Covid war insofern für uns, also eigentlich hat uns fast das Genick gebrochen, weil die Supply Chains unglaublich instabil worden sind. Wir haben dann auch dieses zweite Molekül, das wir designt haben, war dann aus Gründen nicht weiter verwendbar und wir haben noch einmal eine Runde an Design gemacht. Ich habe diesen Zettel noch, also ich habe diese chemischen Strukturen kurz bevor ich selber Covid gekriegt habe, noch aufgezeichnet und habe das einer Firma geschickt, die uns das dann quasi im Auftrag synthetisiert haben. Das waren drei Moleküle, wo wir gesagt haben, okay, mit denen probieren wir das jetzt nochmal, dass das wirklich funktioniert. Die haben gesagt, passt, okay, 8 Wochen Lieferzeit und die haben aber gleichzeitig gewusst, okay, wir haben nur, glaube ich, 20 Wochen Geld am Konto. Haben wir gedacht, okay, wenn die 8 Wochen brauchen, dann haben wir nur Zeit, dass wir diese Experimentergebnisse zeigen und dann passt es. Gut, irgendwann haben die dann gesagt, das war zu der Zeit, wo Brexit gerade passiert ist, irgendwann haben die dann angerufen und gesagt, naja, die 8 Wochen gehen sie nicht aus. Precursor-Molekül ist im Zoll stecken geblieben wegen Brexit und hat sie zerlegt, das war nicht stabil. Wir brauchen 16 Wochen. Ja. Und damit war dann halt für uns das ziemlich stressig.
weil wir halt gewusst haben, okay, wir haben einen harten Cut-off, was unseren Runway betrifft, und gleichzeitig haben wir diese Moleküle gebraucht. Das waren drei Moleküle, die sind dann kommen. Unser Investment war eben zweitranchig gestaltet, also es war ein Meilenstein dabei, und um diesen Meilenstein erfüllen zu können, haben wir eben diese Moleküle gebraucht. Die sind dann wirklich 4 Wochen, bevor das uns das Geld ausgegangen ist, gekommen. Und mit dem haben wir dann wirklich die Ergebnisse zeigen können, mit einem dieser drei Moleküle, die wir für die Erfüllung dieses Meilensteins braucht haben. Aber es war noch immer zu wenig für wirkliche Kommerzialisierung. Und wir haben dann sehr, sehr lange probiert, das irgendwie im Laufen zu kriegen. Und haben uns dann auf zwei dieser Moleküle konzentriert, haben weiterentwickelt das System, mit dem wir da arbeiten, und sind aber nie über einen gewissen Prozentsatz an Effizienz, also das Ganze um Effizienzsteigerung, rausgekommen. So nach 2, 3 Monaten habe ich dann zu meiner leitenden Wissenschaftlerin gesagt, was ist eigentlich mit diesem dritten Molekül, warum probieren wir nicht das? Jetzt haben wir das System weiterentwickelt, einfach nur, damit wir es probiert haben. Ja. Und dann bin ich auf Urlaub gegangen und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir eben unseren Daily Stand-Up gehabt und ich komme rein und das ganze Team grinst mir im Kreis an. Und ich so, okay, ist irgendwas? Einer sagt, ja, es hat funktioniert. Also wir sind jetzt im kommerziell anwendbaren Bereich. Einfach nur, dass wir, also dadurch, dass wir halt dieses eine Molekül wieder mitgenommen haben. Also das war alles cool. Sehr, sehr spannend und sehr irgendwie nicht planbar. Ja. Also man entwickelt halt so vor sich hin und hin und wieder braucht man da einfach ein bisschen Glück. Ja. Ja. Hast du dir das dann für die, falls wieder mal so ein Problem auftaucht, hast du dir jetzt notiert, dass der Blueprint ist, gute Idee haben und dann auf Urlaub gehen, oder? Ja, genau. Gut beobachtet. Gut beobachtet. Manchmal ist es ganz gut, das Team mal alleine zu lassen. Ne? Genau. Richtig, ja, das ist ein guter Punkt. Aber super spannend, das klingt ja nach einem ziemlichen Rollercoaster. Wenn du jetzt sagst, es ist tatsächlich auch in der Industrie anwendbar, was sind denn so Anwendungen? Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele geben, wie das dann tatsächlich aussieht? Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, was Antikörper sind. Antikörper können nicht nur, also stellt der Körper nicht nur her, oder um Infektionen zu bekämpfen, sondern man kann Antikörper als Medikament verwenden. Also da werden Antikörper im Labor generiert mit einer Bindungsaktivität, also die können dann an gewisse Sachen hinbinden. Ein sehr gutes Beispiel wäre zum Beispiel, was nehme ich als Beispiel? Es gibt einen Antikörper, der wird für Autoimmunerkrankungen verwendet, der bindet an einen Stoff im Körper, der Entzündungen auslöst und sorgt dafür quasi, dass dieser Stoff inaktiv wird und damit kriegt man dann eben Autoimmunerkrankungen in den Griff, weil Autoimmunerkrankung ist einfach eine laufende Entzündung im Körper. Genau. Und diese Antikörper werden aber zum Beispiel in der Krebstherapie eingesetzt. Also ich kann einen Antikörper spezifisch an eine Krebszelle binden lassen und dieser Antikörper sorgt dafür, dass sich diese Krebszelle nicht mehr teilen kann oder schwerer teilen kann. Das funktioniert recht gut. Und der nächste Entwicklungsschritt war jetzt, man hat sich überlegt, okay, wenn ich einen spezifischen Antikörper an einer Krebszelle hinkriege, warum hänge nicht ein Wirkstoff, also einen toxischen Wirkstoff an diesen Antikörper, der mir diesen toxischen Wirkstoff dann in die Krebszelle bringt und quasi dafür nicht nur dafür sorgt, dass sie die Krebszelle nicht mehr teilen kann, sondern dafür sorgt, dass diese Krebszelle auch stirbt. Ja. Das ist ein Anwendungsbereich von unserer Technologie, also diese Verbindung von dem Antikörper und dem Wirkstoff. Das ist das, was wir können. Und warum wir besser sind als das, was momentan am Markt ist, ist, dass man diese Proteinverbindungen, was bis jetzt am Markt war, man sehr schwer kontrollieren können, wie viele von diesen Verbindungen an einer Proteinoberfläche gemacht werden können. Also mein Bild, das ich da immer verwende, ist, stell dir vor, du hast eine Magnetkugel und du ziehst die über eine Schüssel voller Eisennägel drüber.
Und du machst das mit 30 identen Magnetkugeln. Ja, du wirst nie dieselbe Anzahl an Nägeln und auch die Orientierung an Nägeln an dieser Magnetkugel drauf haben. Ja. Das wird immer anders sein. Und genau ist es, so ist es mit dem derzeitigen State of the Art an Technologien. Man kann diese Verbindungen an das Protein machen, also quasi an die Magnetkugel, aber man hat nie dieselbe Anzahl und dann nie dieselbe Orientierung an diesen Wirkstoffen an den verschiedenen Proteinmolekülen. Und das führt dazu, dass diese Wirkstoffe sehr unsicher zu entwickeln sind, weil die regulatorischen Behörden natürlich dann sagen, hey, du hast da eine Mischung an verschiedenen Wirkstoffen in diesem Produkt. Wie stellt sie sicher, dass das für den Patienten sicher ist? Und vor allen Dingen, wie stellt sie sicher, dass das auch in 5 Produktionsdurchgängen, ja, immer dasselbe Produkt ist, das da rauskommt, mit keinem Risiko für den Patienten? Und dadurch wird die Entwicklung dieser Wirkstoffe sehr, sehr kostspielig, sehr zeitintensiv und auch sehr risikoreich. Ja. Also es gibt da Geschichten von Produktwerten von 40, 50 Millionen, die weggeschmissen werden müssen, weil eben nicht nachgewiesen werden kann, dass der Batch genau dieselbe Spezifikation hat wie der zugelassen worden ist. Genau, und unsere Technologie ermöglicht eben, wir bringen eine definierte Andockstelle in das Protein ein. Wir sind im Bereich synthetischer Biologie tätig, also wir genetisch verändern die Organismen, die diese Proteine herstellen. Und man kann sich das dann vorstellen, man hat eine Holzkugel mit einem kleinen Magneten drinnen eingelassen und man zieht die wieder über diese Schüssel mit Nägel drüber und es wird immer nur ein Nagel an diesem einen Magneten hängen bleiben. Und man macht das 30 Mal mit einer identen Holzkugel und man kriegt genau dasselbe Ding aus. Man weiß immer, wo dieser Nagel sie in die Holzkugel heften wird. Und das ist der Vorteil unserer Technologie und dadurch ergeben sich ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Also Antikörper sind ein Teil, aber alles, was so Protein ist und ein Wirkstoff, ein potenzieller Wirkstoff für den Menschen und verbessert werden muss, ist ein Anwendungsbereich für unsere Technologie. Also man kann wirklich sehr, sehr viel machen damit. Ja. Gibt es einen ersten Use Case, wo du sagst, das ist jetzt der, was am dringendsten oder am vielversprechendsten ist? Ja, wir haben 2 Produkte in der Pipeline, über die ich sehr begeistert bin. Das erste ist ein Zytokin, heißen das. Das sind Proteine, die im Körper für die Regelung der Immunsystemaktivität zuständig sind. Unser Zytokin heißt Interleukin 2. Das ist ein sehr zentraler Schaltpunkt in der Regelung von der Aktivität des Immunsystems. Das Problem bei diesen Proteinen, wenn man sie als Medikament gibt, ist, dass sie extrem schnell aus dem Körper wieder ausgeschieden werden. Und das Besondere an diesem Interleukin 2 ist, wenn man viel davon dosiert, aktiviert es das Immunsystem. Und wenn man wenig davon dosiert, dämpft es die Aktivität des Immunsystems. Das heißt, es ist super anwendbar für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten. Das ist ein großer Bedarf an neuen Medikamenten da, weil wir noch immer sehr große Schwierigkeiten haben, Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Was wir machen, ist, wir hängen jetzt ein kleines Molekül an dieses Interleukin 2 dran, das dafür sorgt, dass es vom Körper viel, viel langsamer ausgeschieden wird und gleichzeitig auch verhindert, dass das Molekül das Immunsystem aktiviert. Also wir durch diese sitespezifische Kopplung, die wir eben können, sorgen wir dafür einerseits, dass die Halbwertszeit viel länger ist und andererseits, dass die Wirkung spezifisch auf die Dämpfung hinwirkt. Und das sind 2 Fliegen mit einer Klappe, ist ziemlich, ziemlich elegant. Ja, kommt nicht von uns, also ist uns von der Industrie bestätigt worden, dass das ein sehr vielversprechender Zugang ist. Und wir freuen uns einfach über die Zukunft dieses Moleküls, weil es einfach so ein super Use Case für unsere Technologie ist. Ja. Super spannend, auch wie breit da im Endeffekt die Anwendungsfelder sind. Wie viel Zeit verbringt ihr im Endeffekt mit tatsächlicher Forschung, wo ihr versucht, quasi tiefer hineinzugehen und zu sehen, was gibt es überhaupt noch für Möglichkeiten und wie viel versucht ihr zu fokussieren und einfach auch mal etwas, was quasi funktioniert, rauszubringen und zu verkaufen? Ja, das ist echt guter Punkt. Also die große Herausforderung bei uns ist einfach der Fokus. Also wie viel schaffen wir wirklich mit den Leuten, die wir haben? Also unser Team sind 11 Leute mittlerweile. Das ist nicht nix, ist aber auch nicht recht viel. Also, ich würde sagen, Forschungstätigkeit ist tatsächlich klassische F&E nach wie vor 90%. Ja. Das wird jetzt weniger werden. Also, wir haben jetzt ja die ersten Kundenprojekte reinkriegt, wo das weniger F&E ist und mehr Auftragsforschung, ja, oder Auftragsarbeit.
Aber tatsächliche Forschungsarbeit ist tatsächlich nur 80 bis 90%. Ja. Und was glaubst du, Genau. ist jetzt ein Und realistischer sorry. Zeitraum, wo jetzt diese Technologie, dieses Molekül von euch entwickelt, tatsächlich in einem Medikament landet, das man dann auch tatsächlich in der Apotheke oder wo auch immer kaufen kann? Ja. Wir sind sehr frühphasig. Medikamentenentwicklung dauert, ich würde sagen, 4, 5 Jahre auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt auf die Gesamtdauer sieht, also von eurer ersten Forschung, das wird in den 2010er Jahren irgendwann gewesen sein, bis hin zu finales Produkt, was sind wir da bei 10, 15 Jahren oder? Ja, genau so was. Also dieser klassische 10 bis 15, wo man sagt, dass es von Forschung bis dann in die Anwendung braucht. Was ich noch ganz spannend finde, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich schon für viele Startups aktuell auch relevant ist. Ihr wart ja ein paar Mal wirklich so am Rande des Abgrunds, also wo sehr existenzialistisch geworden ist, wo irgendwie unklar war, gibt es uns morgen noch? Und beim ersten Mal hast du gesagt, da warst du fast alleine. Beim zweiten Mal habe ich aber jetzt verstanden, dass es schon ein Team gab. Wie bist du in dieser Situation Richtig. auch mit dem Team umgegangen? Wie transparent warst du da? Weil das ist ja irgendwie ein Spannungsfeld, was unglaublich schwierig zu navigieren ist, weil es macht ja auch den Leuten Angst, wenn man dann ständig sagt, es könnte uns potenziell nicht mehr geben. Andererseits will man auch ehrlich sein. Also wie bist du da rangegangen? Das ist wirklich ein guter Punkt, ja. Weil es eigentlich eine klare Aufgabenverteilung gibt. Ja. Also das Team ist für die Forschung zuständig, ich bin dafür zuständig, Finanzierung aufzustellen, und das ist meine Verantwortung. Ich habe natürlich die Ziele kommuniziert, die wir erreichen müssen, habe aber gleichzeitig gesagt, das macht keinen Sinn, sie da jetzt in Grund und Boden zu arbeiten. Also meine Philosophie ist quasi, ihr tut, was ihr könnt, ja. Also gesund könnt. Ganz wichtig, ja. Also was gesund möglich ist, und was da rauskommt, kommt dann einfach raus. Und was dann mit den Ergebnissen passiert, ist meine Verantwortung, ja. Also das dann mit Investoren zu verhandeln oder Förderbehörden, wo Meilensteine in Förderanträgen drin ist, das ist dann meine Verantwortung. Und ich habe immer gesagt, es gibt meistens Wege, ja? Also wenn man mal so einen klaren Proof of Concept hat, dass man das irgendwie weiterführt. Ja? Aber du legst deinen Finger echt auf einen wunden Punkt. Ja? Also dem Team, das für diese Entwicklung verantwortlich war, ist es in der Zeit nicht gut gegangen, weil es irgendwie unvermeidlich war, diesen Druck, puh, da irgendwie durchkommen zu lassen, ja? Weil einfach jeder gewusst hat, was die Stakes sind. Ja? Und ich habe probiert, das quasi vom Team abzuschirmen, aber im Endeffekt, wie du sagst, muss man halt transparent sein, was das Ziel ist, ja, und bis wann das erreicht sein sollte. Also ist für mich nach wie vor ein Thema, das echt nicht leicht zu navigieren ist. Ja. Aber ich würd sagen, wenn man das selber vorlebt, dass man quasi eine gesunde Arbeitsweise als Server sich zugesteht, ja, also sagt, okay, es bringt nichts, wenn ich mir da jetzt vollkommen in Grund und Boden arbeite, weil im Endeffekt, ich meine, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ja. Und nur weil ich jetzt einen Tag länger im Labor stehe oder am Samstag reinkomme, das wird wahrscheinlich nicht das Zünglein an der Waage sein. Ja. War es bei uns zumindest nicht. Ja. Also wir haben den Durchbruch nicht geschafft, weil irgendwer am Samstag oder Sonntag in die Arbeit reinkommt ist. Oder jeden Tag bis um Mitternacht im Labor gestanden ist. Ja. Aber dieser psychische Druck, der da dahinter steht, das ist nach wie vor eine Frage, die Thema ist. Ja. Also wie gehe ich damit um, dass ich einfach Meilensteine habe, ja, und gewisse Sachen liefern muss. Andererseits habe ich einfach ein Forschungsprojekt mit allen Risiken, die ein Forschungsprojekt mit sich bringt und auch den Unwägbarkeiten. Ja. Also wir machen ja Dinge im Labor, von denen es durchaus sein kann, dass man am Schluss sagen muss, okay, wir haben es probiert, aber es ist einfach den wegen Naturgesetzen nicht möglich. Ja. Oder mit der Zeit, die wir hatten, einfach nicht möglich gewesen, da zu einer Lösung zu kommen. Das ist nach wie vor echt eine Frage, die man sich ja konkret stellen sollte. Ja? Also das ist durchaus was über was ich nachgedacht habe und da überlegt habe, wie ich das am besten kommuniziere. Also ja, ich kann nur jedem Gründer ans Herz legen und Gründerin,
dass man sich dem das bewusst macht, dass da Druck dahinter steht und das dann auch klar mit dem Team anspricht. Ja. Ich habe dann immer zum Team gesagt, ja bitte sagt es mir, wenn es zu ist, sagt es mir, wenn ich irgendwie was tun kann, helfen kann, damit dieser Druck weniger wird. Und da einfach ein offenes Ohr für das Team zu haben. Ja. Und ja, genau, also das kann ich echt empfehlen, das einfach offen zu behandeln. Ja. Ja, glaube ich auch, dass das extrem wichtig ist. Und auch hier finde ich spannend, wenn du in der Forschung bist, dann hast du diesen Druck ja gar nicht. Da kannst du quasi, oder viel weniger, weil du kannst forschen, das ist allen klar, gerade in der vielleicht Basisforschung, dass es sehr offen ist, ob das etwas wird. Und auch wenn es quasi das Experiment nicht gelingt, dann hat man gelernt, welcher Weg nicht funktioniert. Auch wenn das in der Praxis oder als Startup auch gilt, ist natürlich im Endeffekt hast du noch viele weitere Stakeholder, die dahinter sind und die wollen, dass dein Experiment tatsächlich auch ein positives Outcome hat. Ja, richtig. Gut, ich würde jetzt langsam in Richtung Speedround gehen, außer Hanna, du hast noch etwas auf dem Herzen. Na, was mich noch interessieren würde, ist da, also was ist ein bisschen der Blick in die Zukunft? Was ist, was sind eure Pläne noch? Was wollt ihr noch erreichen in den nächsten Jahren? Oh, vieles. lass mich da kurz meine Gedanken dazu sammeln. Ich bin unglaublich begeistert von dem Potenzial, das diese Technologie in sich hält. Und was wir jetzt auch an Feedback aus dem Markt bekommen und auch an potenziellen Kunden bzw. Kollaborationspartner, die unsere Technologie verwenden wollen für ihre Ideen, für ihre Produkte. Was mir am meisten begeistert, ist einfach dieses positive Potenzial, das wir hebeln können, indem wir Medikamente, an die wir überhaupt nicht gedacht haben, ja, mit unserer Technologie, trotzdem in die Realität bringen können, über das, dass andere Leute unsere Technologie verwenden können. Ist sehr, sehr vielversprechend, macht da extrem Spaß momentan, das mit diesen Firmen zu besprechen. Das werden wir auf jeden Fall nur größer aufziehen, also da Kunden an Land zu ziehen und mit ihnen gemeinsam Medikamente zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich unsere eigene Produktentwicklung. Das ist ein ziemlich vordefinierter Weg, wie so eine klinische Produktentwicklung abläuft. Und so, das ist das Zweite, was wir machen werden. Ich habe es gerade gesagt, wir sind mittlerweile 11 Leute. Das ist immer so der Knackpunkt, wo es dann Richtung Organisationsstrukturen geht. Wer hat was für Aufgaben, klare Aufgabenverteilung, wie läuft das? Und das ist was, das macht mir unglaublich Spaß momentan. Und eben auch so der Firma beim Wachsen zuzusehen, den Leuten, die da drinnen sind, beim Wachsen zuzuschauen, ist was, das sehr schön ist. Und wir werden die nächsten Jahre die Firma noch weiter wachsen lassen. Wir ziehen jetzt auch in eine neue Laborfläche, auf die wir uns sehr freuen, im November, Dezember in Wien um. Also das sind alles Dinge, die am Horizont stehen. Nicht mehr im schönen Kloster Neuburg. Leider, ja, also die Aussicht ist sehr, sehr schön in Kloster Neuburg, auf die grüne Wiese. Aber wir werden nach wie vor einen Standpunkt dort haben, weil wir eben diese Verbindung mit dem ISTA, mit dem Institute of Science and Technology, gerne aufrechterhalten würden. Also wir werden nach wie vor ein Büro draußen haben. Ja, kann ich sehr empfehlen, den Michi dort zu besuchen und mit ihm zu dem, was war das, ein Heurigen, gell, wo wir damals raufgegangen sind. Ja, richtig, genau, ja. eine gute Mittagspause mit einer kleinen Wanderung. Ja. Hilft sicher auch für die wenn man eine neue Vision entwickeln möchte oder ein bisschen eine aktive Pause. Gut, dass du mich daran erinnerst, dass es diese Möglichkeit gibt. Jetzt kriegt er mich im Morgen tausende von E-Mails mit Leuten, die mit ihm eine haarigen Wanderung machen. Am haarigen gehen wir. Gern geschehen.
Gut so. Ich werde was durchschauen dann. Gut so. Nach etlichen, ich sage mal, existenziellen Krisen und Heureka-Momenten kommt jetzt die größte Herausforderung deines Lebens, Michi, nämlich unsere Speedround. Ich starte Alright. Da einfach mal rein. Wir fragen kurze Fragen und wünschen uns knackige Antworten. Okay. Was war dein größtes Learning? Frag Leute um Hilfe. Was ist dein bester Lifehack? Sport. Ja. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Ja, ich lese gerade die Foundation Series von Isaac Asimov. Sehr gut. Hast du ein Lieblingsprodukt? Ja, tatsächlich sehr, sehr basic, Studentenfutter. Und hast du... Sagen wir, du bist am Weg zum Heurigen und dann kommt ein Autofahrer Raudi und fahrt dich fast zusammen. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Ich glaube, ich würde voll Wappler schreien. That's a first. Ja, voll Wappler, eine Premiere. I like. Sehr gut. Yes. Gut, das bringt uns zu unserem letzten Programmpunkt. Natürlich unseren Moonshots und Prediction. Lieber Michael, was ist dein Moonshot frei nach JFK? Mhm. Was ist deine große Vision für die Zukunft? Und was ist deine Prediction, wo du sagst, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren passieren? Alright. Mein Moonshot ist full circle zum Beginn des Podcasts. Enthusiastic about all things alive. Die Bioeconomy, also was das mir sehr am Herzen liegt, quasi die Umstellung, wie wir unsere Materialien produzieren. Und mein Moonshot ist, dass wir in den nächsten 20 Jahren 100% von dem, was momentan aus Öl produziert wird, aus nachhaltigen Quellen beziehen können. Das wird die Biologie ermöglichen und unsere Lebensqualität und auch die Qualität unseres Ökosystems gewaltig verbessern. Das ist mein Moonshot. Sehr cool. Gut, und meine Prediction ist, dass das in den diese Bioeconomy in den nächsten 10 Jahren zumindest für sehr, sehr viel spannende neue Materialien in unserem Alltag sorgen wird, die wir sehr, wie sagt man, ohne schlechtes Gewissen dann genießen können, wenn man sich einfach überlegt hat, wo kommt das Ganze her, was mache ich damit? Also so ein bisschen Cradle-to-Cradle-Denken, dass sie das viel mehr durchsetzen wird und da ermöglicht werden wird von Biotechnologie und Bioeconomy. Ja. Spannend. Also von einem Mediziner quasi hier der Ausblick in die Materialwirtschaft. Ja, aber wie gesagt, nach wie vor beides mit Biotechnologie zu tun. Und hängt alles die Grundtechnologie zusammen. Dahinter, die das ermöglicht, ist die gleiche. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank, Michi. Das war ein super spannendes Gespräch und schön zu sehen. Dankeschön. Was alles sich auch aus einer Universität heraus entwickeln kann. Und wir sind sehr gespannt, wohin es weitergeht und ja, was du uns noch alles in den nächsten Jahren berichten wirst. Same. Dankeschön. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Jawohl. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch an euch da draußen. Wie immer freuen wir uns über gute Bewertungen oder Empfehlungen an Freunde und Bekannte. In diesem Sinne hören wir uns wieder am Donnerstag mit der nächsten News-Folge. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.